So, Mission 5-3. Mein Gott. Da ist so ein Leiterzombie, der hat einen Stift im Kopf. Au, darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Sieht so eklig aus. Oh mein Gott. Also, wir brauchen Sonnenblumen, Doppelsonnenblumen, Cornerpult. Alles klar. Cornerpult, Cola-Pult, Nuss. Koma-Pult. Oh ne, die Kletterer können bestimmt nicht über eine Riesennuss, oder? Doch. Was? Gut, dann nehme ich... Dafür was? Haben sie ja die Leiter. Bin ich ja ziemlich überzeugt von. Ich weiß es jetzt so ehrlich gesagt gar nicht. Ich nehme einfach mal Kürbis mit. Dann noch natürlich die Blumentöpfe, Jalapenos und Kirschbomben. Ah ne. Wir nehmen die Jalapeno weg und nehmen dafür Matschkürbis. Zack, go. Erste Pflanze steht. Die haben echt Gesichter, die Blumentöpfe. Läuft ja genau in die Hacke rein. Limbo. Das ist geil. Junge, geh doch nach rechts oder nach links. Oh, zu spät. Junge, wieso hast du nichts Let's Played? Weil er schlauer war. Siehst du, LTF, der hat sogar viele Abos. Naja, viel. Boah, ey, Mann, hör auf mich rumzuhacken, ey. Im Verhältnis zu manch anderen ist das ein kleines Licht. Machen Korntypen eigentlich wirklich wesentlich weniger Schaden oder? Schwach. Korntypen? Cornerpult. Oh, Butter. Uts. Du meinst die Maisstauden? Ja, genau. Oh, nö, die machen kaum Schaden, aber die halten halt auf. Ja, dann packe ich immer einen in eine Reihe und danach nur noch die Salats. Ja, die müssen echt eine heftige Salatallergie haben. Und ja, gegen alles gesunde. Ehrlich, Erbsen, mal. Salat. Gesunde Sachen. Gesunde Sachen. Fettfrei. Und was lehrt uns dieses Spiel? Sonst Ernährung ist für den Arsch. Warum Butter sie auffällt, das ist mir aber irgendwie zu hoch. Nee, das verstehe ich nicht. Denkt dran, dass sie auch zusätzlich Kosten haben. Für jedes Feld, das ihr baut, immer ein bisschen mehr mit einberechnen. Erstens für den Kürbis eventuell und zweitens für den Blumentopf an sich. Perfekt die Butter geworfen. Gehabt. Ich finde es aber gelb. Das ist so genial. Peng. Da sind so die neuen Freezer von oben sozusagen. Genau. Yeah. Right. Na, auf zu essen. Fällt dir ein? Oh. Der darf nicht essen. Der muss hungrig sterben. Genau. Schlimmelimmelim ist das in dieser Welt. Los, Salatspawn, schneller, mein J. Danke. Scooter. Yay, er kennt's natürlich, muha. Er kennt Scooter nicht, Alter. Also wetten drauf, dass Bibo es nicht erkannt hätte, und das sage ich jetzt nicht, um ihn fertig zu machen, sondern weil es eine Tatsache ist. Ich hätte es erkannt. Oh.
hast sie aber ordentlich gegeben, ey. Ich glaub's ihm nur nicht. Oh, das ist wieder... Nein, ist nicht erkannt. Weil sie es dir nicht glaubt? Dim, weil ich Erde abbaue. Von wem ist das? Von dem Sänger mit dem Mund und den Augen. Yay. Ja, oder nicht? Jetzt kannst du ja nicht Nein sagen. Ist ja so, oder nicht? Drei, viel Hardcore. Oh, das ist ein Leitersack. Nein! Ein Leitersack, geil. Muss ihn zerquetschen. Ja, aber der hat... Ich meine, der hat seinen Stift im Kopf. Nee, da ist... Ja, wo muss er denn ja hinpacken? Das sieht so eklig aus. Irgendwie schon, das stimmt. Angenehm kann das auch nicht sein. Oh, da ist ja die ganze Zeit eine Leiter. Roffel. Das ist ja scheiße. Hm? Da ist ja die ganze Zeit jetzt die Leiter. Ja. Ach so, ja, ja, die bleibt. Die könnte man da halt mit einem Magneten weg zoomen. Ich brauche noch die... Zoomen? Das Item oder die Pflanze, die eventuell... Egal. Das ist ein komisches Geräusch. Entschuldigung. Nee, aber so ein... Mit halt komischem Klick. Ach, ich glaube, jemand spielt Minecraft, oder? Mal unwahrscheinlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast Glas zu hauen. Ich wollte gerade sagen, irgendein ganz komisches... Nein, ich habe Glas zu hauen. Erde. Erde macht Klirr, oder was? Ja. Ja, natürlich. Meine Erde klirrt auch immer, wenn ich sie aus der Pflanzendings hole. Bumm, da hast du blöder Kletterzombie. Bumm, Dejata. Putz. Butter ins Gesicht, putz. Bum de ja da bum de ja da bum. Lala, my name is LGF. Ja. Oh Mann. Wie das verpasst? Nein. Ich weiß auch nicht, wie sie alles drauf kommt. Oh mein Gott, ich, weil ich so gerade viele... Bumdiada gesungen habe. Oh, scheiße. Ich habe so viele Zombies hier hingepackt. Diese Penner. Bungee-Zombie. Oh, das war ja heftig. Können wir ganz schnell wieder ausfüllen, die Plätze. Wo stehe ich eigentlich auf dem Dach? Ist ja auch egal. Was ist das denn? Ein Kackhaufen? Nee, Kaffeebohne. Pflanze sie auf einen Pilz, um ihn aufzuwecken. Außer Magnetpilz lohnt sich der aber nicht, oder? Vielleicht für den Mega-Unheilspilz. Es gibt einige Sachen, die am Tag schlafen, aber... Ich wollte gerade sagen, wirklich lohnen, naja, das ist die andere Sache. Oh ja, die lohnen sich. Habe ich auch niemals benutzt und bin locker simpel durchgekommen. Ich benutze die mal, weil hier sind erstens Leiter-Heinis, Footballspieler und Pogo-Penner. Also, Pogo-Penner, Pogo-Puschel, oh mein Gott. So. Das habe ich auch lange nicht gesehen. So, den. Dat. Das und das und das. Ne, das reicht ja gar nicht. Ich habe gar keinen Platz mehr, um den mitzunehmen. Naja, gut. Ach, ich nehme aber die Doppelsonnenblume dafür nicht mit. Und wo ist der Magnetpilz? Go! Jetzt wird das was. Du schaffst es. Ole, 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 ole. Oh, ich hätte mir eine Hake kaufen müssen. Verdammt. Jetzt geht mein ganzer Plan gar nicht mehr auf. This is bad. Muss schnell umdenken.
denken. Ach, ich packe einfach einen Matschkürbis hin. Oh, ich habe gar keinen Matschkürbis mehr im Ball. Oh yeah. Die bekloppten 3. So. Bebutter den noch mal, du Sack. Bebutter. Schmier ihn gefälligst, oh mein Gott. Schmier ihn halt mal eine. Yeah, genau. Na, der Arm ist schon mal ab, der liegt. Autsch. Komm, HT zünden und weg. Perfekt. HT zünden. Oh, was mache ich? Was mache ich denn da? Ja. Im allgemeinen Mund nennt man das Failen. Nein. Na, ich fail nicht, aber ich setze die Angreifer, wo die Sonnenblumen sind und andersrum und irgendwie total aus dem Konzept, weil wegen der Hake am Anfang. Oh. Die fehlt mir jetzt halt. Und die hat der ein Zombie am Anfang weggehauen und jetzt ist alles. Ja, der erste Zombie, der kommt, der läuft immer die Hake, deswegen liegt die Hake immer da, wo der erste Zombie kommt. Ja, ich weiß, aber das ist ja das Problem. Mein ja, Konzept ist bräuchte jetzt man jetzt, ne? Korrekt. Hm. Naja, man baut das Spielgeschehen ja nicht nach der Hake auf. Tja, wenn es doch nur so wäre. Der Pilz pennt, den wow. Sind die ganze Zeit wach, die Pilze jetzt, oder? Ja. Perfekt. Wär's ja, wenn die nochmal einritzen, ey. Blöd. Bebutter ihn, bebutter ihn, bebutter ihn, bebutter ihn, bebutter ihn. Lass ihn nicht auf, Johnny. Verdammt. Johnny? Wieso nicht? Okay. Das nennt man wohl Bindung. More Sonnen, I need. I need some lead. I need help. I need somebody help. LTF is dead. Oh my god. What? Somebody's got your brain. Da werden die mal nicht lange dran zu knabbern haben. Die werden bestimmt noch so lachen. Wow! Entschuldigung. Wow! Eine Spinne! Wow! Genau das! Wow! Oh mein Gott! Und sie hat mich hier gerade voll die Schlucht runtergekickt. Entschuldigung, ich wollte dein EP jetzt nicht versauen. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken, Drecksau. Kann man nicht versauen. Ich mach's doch. Ein schönes Gesicht kann man nicht hinstellen. Ich bin zu cool, um zu irgendeine Reaktion jetzt zu zeigen. Okay. Boots, oh, Butter voll ins Face. Oh, da muss ich noch Butterleute hinpacken. Oh Mann. Oh Gott. Na ganz toll, ich renne in meinen eigenen Zombie-Spawner. Yippie! Da hast du was ein? Autsch, ich hab einiges. Ich hab einen Zombie-Spawner, ich hab einen Skelett-Spawner und ich bin tot. Scheiße! Nein, egal. Ja, gefunden. Im Cheat-Programm. Nein, da gibt's nur einen Mob-Spawner. Es gibt den nicht in ein Cheat-Programm. Oh. Hört auf, meine Pflanzen zu essen. Vor allem, wieso essen die Blumentöpfe? Ja, egal. Das habe ich mich aber auch gefragt. So schmeckt's wenigstens. Oh Mann, ey. Die haben auch Brains, die haben immerhin Augen. Na ey, mit irgendwas müssen die ja verbunden sein, stimmt wohl. Holy shit, holy moly. Monika! Moni! Oh man, ich hab noch so viel vor. Solange man jemand anderes imitiert, wird man nie besser werden. Wow. Das stimmt. Gott sei Dank imitiere ich nie. Wupi es hätte Rat zum Bleistift, ne? Mein Spruch. Das ist nicht dein Spruch.
das wird gerade sehr kritisch hier. Wir glauben an dich. Kritisch. Da. Ich stech den blöden Zombie tot. Wäre nicht besser gewesen, stech den blöden Zombie ab. Das wäre viel zu logisch. Hallo. Pedant. Kann man doch noch mehr töten. Meine MP sollte nicht zum Leeren da sein, Nane. Hör auf, es zu gucken. What? Ich hab aber pedant gelernt von dir. Ja, deswegen, ja. Naja, ist doch gut, wenn man mal was lernt bei LPs. Naja. Nee. Nee. Warum? Auch bei dir lernt man was. Wie benehme ich mich völlig verblödet? Mhm. Greif den Footballspieler an. Nein, ihr sollt nicht aufgegessen werden. Bei mir lernt man immerhin noch, wie man flamed. Obwohl. Diplom. Diplom? What the fuck? Diplom in Flaming. Testaufgabe flamed ATF so lange, bis er sich die Kehle aufschlitzt. Das ist ja nicht gerade schwer. Du Kehlenschlitzer. Ein Flame später. Flame jetzt. Ich bin hier fast am Abnippeln. Nein. So, jetzt habe ich es rumgerissen. Jetzt habe ich gewonnen. Mann, bin ich immer. Ich bräuchte die Kürbisse. Nächstes Mal scheiße ich auf die. Obwohl die Magnetpilze doch schon sehr gut sind. Hm. Entschuldigung. Kein Problem. The Creeper is a spy? What the fuck? Ja. Yeah. The cake is a lie, the Creeper is a spy. Aha, natürlich. Ja, und der Apfel ist halt ein Kühlschrank, oder was? Ja, muss ich sagen. Der Apfel ist eine Birne, mein Gott. Wie kannst du so ein Kackloops sein? Nein, Ted, tut mir das nicht an. Nein. Oh mein Gott. I was wife, da da dum dum, dab 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 da, dab dab da dab dab da, da dab dab da, da dab 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 da. Okay. Nein, Update. Oh, ich hab richtig Angst vor dem Endboss. Oh, das dauert ja auch noch ein bisschen. Ich komm erstmal noch eine Wave. Yeah. Also jetzt vermisse ich die Doppelsonnenblumen doch schon ein bisschen. Sag ich doch. Ach, verdammt. Ich fand die immer hinderlich ohne Ende. Ich mag sie nicht. Hinderlich? Du findest es hinderlich, zwei Sonnenblumen zu bekommen? Oder zwei Sonnen? Wieso zum ersten Mal es droppen? Wirklich genug Sonnenblumen, wenn man zwei rein hat. Das ist wirklich voll und vollend genug. Zweitens kümmere ich mich lieber um meine Verteidigung, als wie um die Sonnenblumen doppelt zu hauen. Ich weiß nicht, also... Sehen, es ergibt für mich einfach keinen Sinn, in einem normalen Modus, in dem man dicke mit normalen zurechtkommt, ein doppelt zu setzen. Die kosten einfach zu viel. Das ist viel zu viel Aufwand für sowas Sinnloses in dem Fall. Es geht mit normalen Dicke. Och, das war so ultra knapp. Jetzt habe ich es geschafft. Ja, da muss noch ein bisschen in Butter. Zack. Arm ab und Nuss. Und noch ein Mais schießen. Komm schon, bring ihn um mit deinem Mais. Mais ihn! Gut, dann mache ich die Kirsche. Mais, okay. Später habe ich sie aber auch teilweise weggelassen und hat immer noch einen Salatkopf hingesetzt. Ja. Gießkanne, jetzt kannst du den Zen-Garten-Modus spielen. Gucken wir uns im nächsten Part mal an, aber jetzt mache ich erstmal einen Schnitt. Bis gleich. Tschüss.